Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Im letzten Part ging es los mit der zweiten Welt, der Treasure Trove Cove. Und da haben wir uns auch schon einiges mitgenommen. Nämlich, genau genommen, Moment. 85 von den 100 Noten, 4 von den 10 Puzzleteilen, aber noch gar keine von den leeren Honigwaben dafür. Da weiß ich auch übrigens gar nicht, wo die sind. Da habe ich gerade keine Ahnung. Puzzleteile weiß ich aber noch einige, die uns noch fehlen. Und ich hoffe mal, dass wir da alle finden werden. Allen voran will ich jetzt mal in diesem Part ein bisschen entlang fliegen, weil das habe ich jetzt bisher noch kaum gemacht. Aber es gibt noch einiges, was wir uns in der Luft holen können. Und deswegen lasst mal kurz hier hochgehen. Ah, da ist sogar noch ein Totenkopf. Habe ich gerade gesehen. den können wir sogar auch noch schnell holen. Aber ja, auf jeden Fall hier will ich entlang fliegen. Zack. Und dann jetzt eben ein Chinche war da sogar auch noch. Hier ein bisschen was erledigen. Okay, ich bin schon ein bisschen zu tief. Aber ich kann mir erstmal noch kurz den Totenkopf holen. Wenn ich das schaffe von hier aus. So. Okay, Ikambokan. Das wissen wir schon. Dann wieder zurück nach oben und den Chinchou noch kurz holen. Den ich da gerade gesehen habe, glaube ich. Genau, nämlich hier. So, komm her. Ah, da ist sogar hochklettern können. Okay, da muss man gar nicht fliegen. Klettern geht da auch, aber fliegen ist auch in Ordnung. Passt. So, und genau hier in diesem kleinen Durchgang, da gibt es noch ein paar Höhlen links oder so ein paar Gänge, sag ich mal, die wir uns hier anschauen können. Einmal den hier. Aha, was ist denn da? Das ist Grundhildas Besitz. Bediene dich, wenn du dich traust. Gerne doch. Yay. Gehör, man hat zwar nicht so richtig gesehen, aber hat gepasst. Dieser Schatz, der war für mich. Nun wird es hart für dich. Ist es so? Warum wird es jetzt hart für mich? Ich habe dir gerade den Schatz weggenommen. Dann wird es doch eher hart für dich, oder nicht? So, langsam runter. Genau, man kann Fallschaden so ein bisschen reduzieren, wenn man eben noch von Kazooie hier den kleinen Flug einsetzt. Aber wenn man aus zu großer Höhe fällt, dann nimmt man trotzdem sehr viel Fallschaden. Das wird vor allem noch in der späteren Welt, an die ich gerade denke, sehr, sehr schlimm mit dem Fallschaden. Aber erstmal jetzt hier noch weiter. Denn auf der anderen Seite ist auch noch ein Durchgang. Sogar mit einer Treppe, die noch nach oben führt. Und da sind auch noch ein paar Noten. Okay, das ist gut. Ich bin mir nämlich auch gar nicht mehr sicher, wo noch jetzt die anderen Noten alles sind. Also ich glaube, ich weiß noch eine Stelle, wo auch noch Noten sind. Und ich hoffe mal, dass jetzt hier auch noch einfach ein paar zu finden sind. Hier ganz oben. Genau, hier spielt sogar keine Musik mehr. Das ist ziemlich cool. Und hier zum Beispiel, wenn ich hier runterfalle, dann bin ich, glaube ich, auch instant tot, würde ich mal schätzen. Weil das ist so eine große Höhe, das überlebe ich, glaube ich, nicht. Also da sollte ich ein bisschen aufpassen. Um Gottes Willen, da ist noch ein Chinchou. Okay, da kann ich aber stehen. So, aber jetzt nicht runterfallen. So, komm her. Aha, das war der fünfte. Und damit... Yay! Chinchou! Gehör? Es tut mir leid, wenn euch das nervt, aber ich muss das immer nachmachen, das Gehör. Weil ich liebe das viel zu sehr und deswegen, da müsst ihr euch dran gewöhnen, dass ich das noch oft nachmachen werde. Ich weiß nicht, ob auf irgendeinem von den Bäumen irgendwas Wichtiges ist. Ich gehe jetzt mal hier nach oben und das werde ich ja dann beim nach oben laufen. Ja, komm jetzt. Beim nach oben laufen sehen, weil Eier sind mir jetzt ziemlich egal. Die will ich mir nicht mitnehmen, nicht unbedingt. Warum ist die da? Mann, Geld hoch, komm. Ist das nur eine Abkürzung oder komme ich jetzt zu einem neuen Ort? Ne, ist nur eine Abkürzung anscheinend. Okay, erstmal verschiedene Wege, oder verschiedene Möglichkeiten, diesen Spiralweg hier nach oben zu gehen. Okay, nein! Jetzt war das Problem gerade da, dass die Kamera, hier invertiert ist in dem Spiel. Ich muss es doch mal umstellen. Weil ich bin halt eigentlich nicht invertierte Kamera gewöhnt, habe ich ansonsten in Videospielen immer. Aber hier ist sie halt invertiert und ich kann es nicht umstellen. Deswegen, ich müsste halt eben die Steuerung von meinem Switch Pro Controller umstellen. Im Switch-Hauptmenü und da links und rechts quasi vertauschen. Vom rechten Stick, was ein bisschen nervig wäre. Aber würde, glaube ich, schon gehen. Oder, obwohl, ich bin mir gar nicht sicher, ob man das überhaupt vertauschen kann. Ah, hier ist der Schalter. Aber ich glaube schon, dass es gehen dürfte. Oder? Gar nicht ganz sicher. So, aus der Kanone kommt da auf jeden Fall ein Puzzleteil rausgeschossen. Außerhalb von der Welt. Und kann ich da noch rein? Ja. Aha, da ist noch ein Totenschädel. Ikambokan. Ah, wir können auch noch reingehen. Landen dann ganz, ganz oben. Da sind noch weitere Noten. Und ganz oben an der höchsten Spitze von diesem Leuchtturm, hier in der Treasure Trove Cove, ist auch noch ein weiteres Puzzleteil. Gehör? So, jetzt haben wir gleich einige auf einmal bekommen. Sehr gut. So, hier. Also langsam so ein bisschen runter kann man immer. Das ist eigentlich gar kein Problem. Oder will ich doch riskieren, hier runter zu springen? Eigentlich ungern. Wie gesagt, wenn ich sterbe, dann verliere ich alle Noten wieder.
Und ich müsste alle nochmal neu sammeln und nee, das wäre nicht so toll. Im Wasser dürfte man, glaube ich, nie Fallschaden nehmen und unter mir ist ja Wasser. Deswegen, das sollte eigentlich dann passen. Ja, der Hai ist zwar da auch, aber der werde ich schon halbwegs ausweichen können. So. Ja, oh, okay, passt. Gut, genau, was ich auch noch machen kann, das haben wir beim letzten Mal auch schon so ein bisschen angefangen, sind immer, oder ist, dass wir uns immer diese X'e anschauen. Fast wie auf einer Schatzkarte. Die roten X'e, da haben wir, glaube ich, schon eins von denen oder zwei von denen aktiviert. Und da kommen ja dann immer Pfeile, die uns zu den nächsten hinweisen, wo wir halt als nächstes hingehen sollen. Und man kann da auch einfach hinfliegen, das ist sogar am einfachsten. Muss man mal kurz gucken, wo die waren. Genau, hier ist gleich das nächste, richtig? Das erste war, glaube ich, da in dieser Richtung. Auch auf einem so Hügel drauf oder auf einem so Turm. Und hier ist eben dann das nächste. An dieser Stelle. Zack. Mhm. Und wieder ein Pfeil in die nächste Richtung. Ich kriege auch noch ein paar Federn hier auf dem Weg, die ich dann hier benutzen kann. Und als nächstes dann dahin. Und natürlich hier bei dem Kollegen werden wir auch noch live vorbeischauen. Das werde ich aber als letztes machen, weil das ist so ein bisschen der Boss von dieser Welt. Aber das ist hier in Banjo-Kazooie so ein bisschen seltsam. Weil so richtige Bosskämpfe gibt es hier nicht so viele. Es gibt zwar trotzdem in fast jeder Welt so eine Art Pseudo-Boss, sage ich jetzt mal. Aber das sind oftmals jetzt keine so richtigen Bosskämpfe. In der Hinsicht ist zum Beispiel Banjo-Tooie, der Nachfolger, auf jeden Fall auch besser. Weil da gibt es in, glaube ich, jeder Welt wirklich so richtig echte, coole Bosskämpfe. Und es fehlt eben hier so ein bisschen. Es gibt da schon ab und zu so irgendwie etwas, was man als Bosskampf bezeichnen könnte, sage ich mal. Aber das ist in Tooie auf jeden Fall besser, finde ich. Fragezeichen. Ha, du wirst mich nie und nimmer finden. Ist das so? Meine liebe Schatztruhe. Ist das so? So, zack. Ja, komm. Gefunden! Vorsichtig öffnen. Ich bin so kitzelig. Ja, bleib halt hier. Komm. Zack. Yay! Und auch kaputt gemacht. Ja, wir töten einfach alles und jeden. Egal, ob es süße Glubschaugen hat. Wunderschön. So, genau, also einen Puzzleteil kriegen wir noch bei dem einen Kollegen, den ich gerade eben erwähnt habe, der so ein bisschen der Boss ist von dieser Welt. Und das andere Puzzleteil weiß ich tatsächlich nicht. Und wo die zwei Honigwaben sind, habe ich auch keine Ahnung. Ich muss vielleicht nochmal auch bei der Welt einfach überall entlang fliegen. Ich glaube irgendwie, dass irgendwo im Wasser, auf irgendeiner Kiste oder so, dass da noch ein Puzzleteil ist, wo ich halt dann auf den Hai wieder ein bisschen aufpassen muss. Bin ich mir sogar relativ sicher, dass da irgendwo eins war. Beim zweiten habe ich aber dann auch keine Ahnung. Und wie gesagt, das letzte Puzzleteil, was dann auch noch fehlt, an das ich gerade, wo ich gerade auch nicht drauf komme, muss ich dann auch nochmal schauen. Ich will den Boss als letztes machen, weil das passt am besten. Deswegen, ich werde mal ganz kurz hier entlang fliegen. Wenn ich nicht sofort irgendwas finde, dann werde ich auch mal schneiden, bis ich dann irgendwas gefunden habe. Aber ich bin mir recht sicher, dass hier irgendwo im Wasser an irgendeiner Stelle noch etwas war. Auch hinter... Ah, hier ist zum Beispiel noch ein Totenschädel. Aber da habe ich jetzt mal keinen Bock, mir den mitzunehmen, weil das Problem ist, wenn ich einmal lande, dann kann ich nicht mehr so leicht wieder fliegen, dann brauche ich erst wieder eine Flugplatte und ich muss dann wieder zurücklaufen, deswegen ist mir jetzt gerade zu blöd. Wenn ich gleich noch daran denke, das ist ja in der Nähe vom Boss gewesen, dann kann ich das vielleicht noch nachholen. Aber ja, ich fliege mal einfach hier außen eben entlang. Ich bin mir recht sicher, dass hier irgendwo noch etwas war oder nicht. Oder? Ist doch so. Ich meine, das ist schon komisch, dass ich... Die Musik ändert sich sogar hier. Wenn man bei dem dann hier ist, genau. Ah, hier nämlich. Die ist aber ein bisschen riskant natürlich. Oh Gott, ja, da kommt doch schon wieder die böse Musik. Geh weg. Ja, ist okay. Ja, da ist es besser, wenn man unter Wasser bleibt, weil unter Wasser kann man ein bisschen schneller schwimmen als an der Oberfläche. Okay, und einen Schaden zu nehmen ist ja gar nicht so schlimm. Das passt. Okay, jetzt habe ich die auch gefunden. Ja, nee, wisst ihr was? Ich mache jetzt doch mal einfach hier den Boss. Passt schon. So, weil ich muss noch ein bisschen suchen nach dem letzten. Das ist Nipperstrand. An mir kommt ihr nicht vorbei. Das werden wir sehen, Krustenhirn. Diesem frechen Vogel sollte man die Flügel stutzen. Ach ja, versuch es, wenn du dich traust. Irgendwie ist er aber auch süß. So, also er macht da immer so ein paar Angriffe und ich muss halt abwarten und dann, wenn er gerade aufhört, reingehen und attackieren. Und das war's auch schon. Wie getan, jetzt bin ich aber echt sauer. Ja, deswegen sage ich Pseudo-Boss. Weil ja, ist ein Boss, aber naja. Und sowas in der Art gibt's eben häufiger in den Welten hier. So, hier sind auch noch ein paar Noten. Sehr gut.
Sind das die letzten? Ein Puzzleteil ist auf jeden Fall auch noch hier. Ja, drei noch. Nee. Mann, wenn ich jetzt hier gegen die sterbe, das wäre lustig. So, zack. Mit Stampfattacke ist das immer am sichersten, finde ich, die zu besiegen. Noch ein bisschen Heal. Ja, mir fehlen tatsächlich auch noch drei Noten. Vielleicht bei denen ist dann auch das Puzzleteil. Das könnte sein. Aber erstmal das hier mitnehmen. Das neunte, das vorletzte. Gehör. Wunderbar. Hier kann ich, glaube ich, nicht raus. Nee, ich muss, glaube ich, wieder den normalen Ausgang nehmen. Ist ja sonst noch irgendwas? Nein, okay. Also drei Noten fehlen noch, ein Puzzleteil und eine leere Honigwabe. Okay. Aber meine Taktik mit dem Entlangfliegen hat ja gerade eben schon ganz gut funktioniert für die eine Honigwabe. Und das werde ich mal nochmal machen. Jetzt werde ich auch mal kurz schneiden. Ich habe mal ganz kurz nochmal hier in dem Kurs ein bisschen entlangfliegen überall. Und wenn ich dann gleich irgendwas finde, die letzten drei Noten, das letzte Puzzleteil oder auch die letzte Honigwabe, dann werde ich euch das zeigen. Aha, wusste ich's doch. Hier ganz, ganz draußen in der Nähe von diesem Turm hier, da ist noch die Honigwabe, die letzte, auf einer einsamen Kiste hier im Wasser. Also beide waren einfach irgendwie weit draußen im Wasser quasi versteckt. Ja, jetzt muss ich nur wieder zurückkommen, ohne abzukratzen. Aber es geht, glaube ich, von hier aus. So. Okay, passt. Gut, dann fehlen noch die letzten drei Noten und auch das letzte Puzzleteil, wo ich wirklich gerade keine Ahnung mehr habe, wo das noch ist. Weil ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich alles abgesucht habe. Aber anscheinend nicht, wenn auch noch drei Noten vor allem fehlen. Und ich werde das schon auch noch finden. Hoffe ich mal. Ich glaube, jetzt habe ich es gefunden, weil wo wir hier die Sprungplattenfähigkeit gelernt haben, ich war glaube ich gar nicht da oben. Da soll man halt eigentlich hin mit der Fähigkeit hier mit dem Supersprung. Da war ich aber, glaube ich, nicht. Und da schaue ich jetzt mal nach. Aha, okay. Aber die letzten drei Noten sind dann nicht mehr, oder wie? Jetzt fehlen mir echt noch drei Noten, das ist richtig doof. Aber hey, zumindest schon mal alle Puzzleteile gefunden. Ist auch nicht schlecht. Gehör? Yeah! Verbeugen. Gehör? Sind wir sogar auch noch vielleicht hier irgendwo bei einer von den Sprungplatten? Weil das sind noch ein paar Sachen, die ich sammeln kann. Da hinten sind Eier. Das ist halt jetzt ein bisschen doof an der Version hier. Da wäre jetzt die Xbox-Version eben besser. Weil ich da aus größerer Entfernung schon sehen könnte, wo noch Noten fehlen. Hier muss ich halt ganz, ganz nah ran, um sehen zu können, wo noch Noten sind. Deswegen, die Taktik mit dem Abfliegen klappt auch nur so halt, weil ich müsste halt wirklich exakt überall hin und auch ganz in die Nähe von allen möglichen Stellen, weil halt nur dann die Noten auch auftauchen. Ansonsten, wenn die zu weit weg sind, dann sind die eben nicht da. Das ist halt ein bisschen das Problem. Aber ja, die werde ich schon auch noch finden. Ich schaue mich jetzt nochmal kurz um und ich werde schon die letzten drei Noten jetzt hier noch entdecken. Hoffe ich mal. Ja, verdammt nochmal. Hier ganz oben sind sie. Man sollte nicht die Abkürzung benutzen und da nach oben springen. Man sollte schön brav den Spiralweg nach oben gehen. Denn hier auf der Rückseite, da sind noch die letzten drei Noten. Okay, bisschen fies. Das ist wirklich ein bisschen fies, weil wenn man es schafft, da abzukürzen, dann verpasst man dafür halt die Noten. Das finde ich irgendwie blöd, weil das wurde einem ja hier beigebracht, die Fähigkeit. Deswegen will man die natürlich austesten und mit der halt dann da abkürzen. Man wird aber dann bestraft, indem man dann drei Noten verpasst. Aber egal. Passt. Denn jetzt haben wir hier in der, nochmal ganz kurz, in der Treasure Trove Cove alles gefunden. Alle Noten, alle Puzzleteile und alle leeren Honigwaben. Okay, wunderbar. Dann kann ich zurückgehen zum Start. Ach stimmt, den einen Totenkopf, den wir gerade gesehen haben, beim Entlangfliegen, den habe ich noch nicht geholt. Aber das ist mir jetzt, glaube ich, mal egal. Das habe ich ja schon erwähnt. Totenköpfe werde ich eh nicht alle sammeln, weil ich auch nicht weiß, wie viele es gibt in jeder Welt, wenn man es nirgendwo nachsehen kann. Und deswegen werde ich da eben nicht alle von denen sammeln. Muss man auch nicht machen, man kriegt nichts dafür. Ich werde halt so viele sammeln, dass es ausreicht, quasi. Ich glaube, hier war der, oder? Dahinter. Da will ich mir jetzt doch noch holen. Hier ist er nicht mal. Scheiße. Ja, nee, ich gehe einfach raus. Egal. Ich meine, wir haben es ja gesehen. Hinter irgendeinem von den Felsen da ist er halt... Ich glaube, hier ist es nicht dahinter, oder? Moment. Jetzt schaue ich doch noch überall nach. Nee, aber halt irgendwo da dahinter. Egal, ich lasse es. Ich gehe lieber raus aus der Welt, damit wir noch ein bisschen Zeit haben in diesem Part, um noch Clotildas Reich ein bisschen mehr zu erkunden. Und dass wir noch alles gleich freilegen können für die nächste Welt. Dass wir am Anfang des nächsten Parts dann direkt mit der nächsten Welt anfangen können. Und dass wir hier noch einiges machen können. Ja. Genau, 100 Noten habe ich bekommen. Ich bin da bisher immer noch nicht gestorben. Ich hoffe, dass es auch noch eine Zeit lang so bleiben wird. Ah genau, da hinten muss ich ja hin. Genau, da wurde es hochgeschossen. Das will ich mir auch noch gleich holen.
Dann haben wir auch das noch bekommen durch den Schalter. So. Hallo? Tot. Genau, ihr merkt schon, diesen Angriff hier, den mag ich sehr gerne. Weil mit dem kann ich halt angreifen und mein Movement behalten. Mit der Rolle zwar auch, aber ich finde irgendwie den hier noch ein bisschen besser. Mit dem kann man irgendwie sehr gut die meisten Gegner schön treffen und hat da oftmals keine Probleme. Gehä? Wunderbar. Gut, dann zurück. Und jetzt mal gucken, wo es zur nächsten Welt hingeht. Hier in Grundhildas Reich kenne ich mich eben am wenigsten aus, würde ich sagen. Also da werde ich mich auch öfter mal verlaufen wahrscheinlich. Von da oben kamen wir her. Also ich müsste hier oben die Ranken zurückklettern. Aber ich tauche jetzt mal kurz, weil es könnte sein, dass hier die nächste Welt ist. Denn die nächste Welt ist eine Wasserwelt. Und ich tauche hier gerade hin zu einem neuen Ort. Also könnte doch sein, dass das hier ist. Ja, ich sehe auf jeden Fall ein leeres Puzzle. Oh. Echt? Okay, nee, da bin ich falsch. Hier bin ich sehr falsch. Will ich mit... Nee, das mache ich erst dann, wenn das auch passend ist, oder? Ja, ich könnte eigentlich gleich mit der reden. Das hier ist die letzte Welt, so ziemlich. Oder eine der letzten, auf jeden Fall. Und auch die schwierigste, finde ich. Jetzt in sich. Das Abenteuer ist bald aus. Geht besser schnell nach Haus. Ich rede mal kurz gleich mit ihr. Komm, sonst vergesse ich's. In der Hexenschule war ihr Spitzname Bus... Jetzt habe ich es nicht mehr gelesen. Aber wir können es gleich nochmal durchlesen. Irgendwas mit Bussard, glaube ich. Ich soll es nicht so schnell wegdrücken. Der Lieblingsgeruch der alten Warzenfratze ist stinkender Schwefel. Man behauptet auch, ihre Lieblingsfarbe sei Blutorangenrot. Jetzt nochmal den ersten Tipp. In der Hexenschule war, ja, ihr Spitzname Bussardfratze. Okay. Genau, und wir müssen uns halt diese ganzen Dinge merken für später, für sehr viel später. Und mein Gedächtnis ist ja nicht gerade das Beste. Deswegen, ich hoffe, ich kann mir das so halbwegs zumindest merken. Zumindest ein paar von den Dingern, vielleicht nicht alle. Aber ja, in welcher Form wir das brauchen werden, das werden wir dann am Ende des Spiels sehen. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Kann ich schon mal verraten. Aber ja, da, wie gesagt, da geht's zur letzten Welt. Oder zu einer, ich weiß nicht, ob es wirklich die letzte ist oder eine von den letzten. Weiß ich gar nicht, aber das ist auf jeden Fall, ich finde, das ist die schwierigste. Die hat es in sich. Und deswegen, die müssen wir erstmal auslassen. Okay, hier könnte es weitergehen. Von da hinten kam ich, hier drin war ich auch noch nicht. Hier geht's, glaube ich, zur nächsten Welt, oder? Das würde auch Sinn ergeben. So ein Stahlrohr. Ah ne, okay, hier ist ein Topf, auch gut. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde zwei gleicher Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. Genau, es sind halt Teleporter. Wenn ich noch einen anderen finde, der dieselbe Farbe hat, dann kann ich zwischen den beiden mich teleportieren. Ah, da ist noch ein Schädel. Ikampokan. So, jetzt haben wir schon 9 von denen. Sehr gut. Ja, ist okay. Ich kann die Kamera hier nicht so wirklich drehen. Warte mal, ist hier noch irgendwas anderes oder ist hier nur der Kessel? Da komme ich ja her. Kann ich das aufmachen, das Gitter vielleicht, und dann da durch? Das könnte sein. Warte mal. Aber ich glaube nicht eigentlich, oder? Nee. Ich meine, ich könnte ja auch die nächste Notentür einfach aufmachen. So, das würde schon auch gehen. Natürlich. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil da braucht man ja 180 und das ist schon ziemlich gemein. Da müsste man ja in den ersten beiden Welten wirklich fast alle haben. Weil für die erste Tür, für die erste Notentür hat man ja 50 gebraucht. Und jetzt dann hier 180, das ist schon ein krasser Schritt nach oben, finde ich irgendwie. Ah, hier ist auch noch was. Hier geht's zu Welt 3, oder? Irgendwo hier ist doch Welt 3. Würde ich eigentlich fast wetten. Vielleicht? Ja, hier in Grundhildas Reich, da werde ich wirklich oft suchen müssen. Weil irgendwie kann ich mich hier an vieles nicht mehr erinnern. Okay, da hinten ist ein Gitter. Was ich aber... Ja, unter Wasser habe ich eigentlich kaum Möglichkeiten, irgendwie anzugreifen oder so. Das kann ich also nicht so weit aufmachen. Da müsste ich irgendwo einen Schalter finden oder so. Diesem lächerlichen Strauß geht sicher bald die Puste aus. ja, da oben wäre ein Schalter. Da komme ich mal nicht hoch. Da müsste ich diese Plattformen... Ah, da ist ein Schalter. Okay. Die Plattformen hochfahren lassen. Dann komme ich rüber. Dann kann ich den anderen Schalter aktivieren. Und dann kann ich das Gitter aufmachen. Und dann komme ich zu Welt 3. Oder? Bitte. Oder da hinten ist sogar auch ein Rohr, was ich vielleicht öffnen kann. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt mal hier rüber. Das dürfte funktionieren. So.
Okay, und wir drücken diesen Schalter hier. Ach nee, da fährt das Ding nach oben. Hä? Das, Mann, warum ist das so kompliziert? Ich will doch nur zur Welt 3. Oh Gott, ey. Und wir haben halt erst einen Bruchteil hier von Grundhildas Reich gesehen. Das ist noch viel, viel größer. Und noch viel, viel verwinkelter später auch. Also vielleicht ist gar nicht das, wo wir gerade eben waren, die schwierigste Welt, sondern vielleicht ist Grundhildas Reich die schwierigste Welt. Für mich zumindest. Wusstest du, dass Grundhilda ein Sabberlätzchen unter ihrer Hexenkluft trägt? Noch ein Tipp? Sie hatte auch einen schrecklichen Hund, der Ripper hieß. Und meine Schwester singt in ihrer eigenen Band Grunties Schürzenjäger. Schreckliche Musik. Wunderschön. Ist noch nicht runterfallen hier. Aha, noch ein Schalter. So, und hier geht's doch jetzt bitte zu Welt 3. Richtig? Weil ich will eigentlich die Notentür erst dann öffnen, wenn ich halt nicht mehr weiter kann. Weil hier im aktuellen Bereich, auch ohne die Notentür, gibt's ja schon viel zu entdecken und ich verlaufe mich hier schon die ganze Zeit. Deswegen will ich das nicht für mich noch komplizierter machen, indem ich noch mehr von Grundhildas Reich verfügbar mache. Aha. Ja. Ah, nee, das ist gar nee, das ist auch nicht die nächste. What? Also, ja, das ist eine weitere Welt, die könnte ich jetzt auch schon machen, das wäre auch okay. Aber eigentlich von der Reihenfolge her würde eine andere zuerst kommen, glaube ich. Bubble Gloop Swamp, Bubble Gloop Swamp ist es auf jeden Fall. Ich setze mal einfach gleich alle ein. Ich habe mir erst genug. Wenn du alle Teile auf einmal in das Bild einfügen willst, drücke den Set-Trigger. Okay, machen wir das. Zack. Genau, eine Sumpfwelt ist das. Und da irgendwo ist der Eingang. Keine Ahnung wo. Ja, ich muss aber jetzt langsam mal den Part beenden, weil ich hier ewig lang nur am Rumsuchen bin. Aber ich habe noch immer nicht das gefunden, was ich eigentlich finden wollte. Mann, ist es doch hinter der Notentür? Das glaube ich eigentlich gar nicht. Hm. Naja, aber ja, ich würde jetzt erstmal sagen, dass es das hier war für diesen Part von Let's Play Banjo-Kazooie. Beim nächsten Mal geht es hier in Grundhildas Reich noch ein bisschen weiter. Ich werde dann schon irgendwann eine neue Welt wiederfinden, die wir dann erkunden können. Eigentlich suche ich halt die regulär dritte Welt, sage ich mal. Weil man kann die zwar, also die Reihenfolge ist nicht ganz festgeschrieben, aber so ein bisschen, also im Prinzip, es gibt halt eine empfohlene Reihenfolge, würde ich jetzt mal sagen. Und das hier ist eigentlich, glaube ich, erst die übernächste Welt oder so. Und ich komme da vielleicht auch noch gar nicht hin zu Barbie Gloop Swamp, weiß ich gar nicht genau. Eigentlich kommt eine andere Welt zuerst, weil ich finde den Eingang dafür nicht. Weder Eingang noch das Puzzle. Ich glaube eigentlich, dass die beieinander sind. Aber beim nächsten Mal werde ich die dann schon finden. Hoffe ich mal. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.